Jesus. Wo packe ich mich hin? Hier unten? Vielleicht. Warum ist denn das nicht an? Gibt's das gar nicht? Super Kacke. I can't believe Firewalk is playing a show at the old mill. Fuck yes. Mom would kill me if she knew I was out here. Höchstwahrscheinlich. Ach, Chloe. Holy shit. This place is awesome. If I'm gonna get inside, I'll have to get through that door. That saw looks ancient. I wonder how long ago the mill actually closed. If I owed somebody $1,000, I'd be shitting my pants. Whoopsie. Schiff vs. Goldie, 3 zu 1. Einsatz 1000 Euro, Verlust 1000 Euro. Whoops. Oh well. Na, bei dem komme ich wahrscheinlich nicht vorbei. I'd join a motorcycle gang, if I had any friends. This place has collected a lot of junk over the years. A second door inside? So close, and yet so far. This band shreds so hard. I gotta get in there. Definitiv. Guess fire safety isn't exactly high on the agenda here. Ah, perfect place for me to work. Now what to draw? Free candy! Hey kids, free candy. I'm sorry, officer. It says what on the side of my RV? Seriously, though, who drives an RV to a firewalk show?
I've got to figure out how to get past this guy. Help you, miss? You gotta let me in. Check it. I'm totally legit. It's not a bad fake, kid. But you're in over your head here. Do yourself a favor and scram. Mit dem gefälschten Ausweis kommen wir also schon mal nicht rein. Can't let him push me around. Should I go back and stand up to him? Or can something around here? Those guys need to get a room. Boil off in progress? Or not. Oh yes. Damn. Mind your own business. I understand. I understand really, and it won't ever happen again. Mom would totally flip her shit if she knew I hiked for an hour just to see a show. This place is sketchy as hell. An old abandoned building in the middle of nowhere, miles from home. God, again? What do you want, kid? Will da rein! This is the old mill, right? I heard Firewalk is playing here tonight. They're awesome. Nope. Are you kidding? You should probably just go. Is that your bike over there? Yep. It's, pretty cool. Gee, thanks. Is that all? Ich habe eine widerworte Herausforderung begonnen. Oh Gott, okay. I have to convince this doorstop that I'm not giving up until he lets me inside. Wenn du Widerworte gibst, benutzt du Argumente und Beleidigungen, um jemanden dazu zu bringen, das zu tun, was du möchtest. Don't you remember what it's like to be a teenager? I just want to see the band. I thought we went over this. Isn't it past your bedtime? Achte für eine erfolgreiche Herausforderung darauf, was dein Gegenspieler sagt. Wende dann eine Antwort, die dessen Worte gegen ihn einsetzt. Deine Schlafenszeit, tu mir den Gefallen. Keine Schlafenszeit. Oh, isn't it past yours? Real cute. But I still don't know you. Achte wieder auf seine Worte deines Gegenspielers. Er hat niedlich gesagt. Kittens riding tiny mopeds are cute. I'm more like Red Sonja riding a panzer tank. Okay, kid. I get it. You're tough. Okay, manchmal sind die richtigen Antworten schwerer zu erkennen. Hier ist ein Spielplatz. Eine gute Reaktion auf kleine. Maybe I am a kid. Because this place looks like a damn playground to me. A girl like you? I can't protect you in there. So what? Mädchen haben so ein Mädchen wie ich. Ich bin nicht besorgt. Girls? Girls kick ass, you idiot. I can take care of myself. I love it. My boss will kill me if I let you in. Oh. Just look the other way. No one will know. Besides, people love me. I'm funny. Around here? Funny people have a way of getting hurt. No. Knock, knock. Who's there? It's me, your balls. Stop being a scared little douchebag and let this totally cool chick inside already. You're not accepting no for an answer. No. Are you? No. And you really think you can take me? Yeah. Yes. What if I had a knife? No problem. A gun? Don't care. What if I had... You could have a flamethrower, an army of robot ninjas, and a motherfucking dragon on a leash in there, and I'd still kick your ass. I give up. You're all right, kid. Haha. Okay. Der hat aber auch riesige Löcher im Ohr, ey. Krasse Kacke.
Jesus, so, Oh shit. This is intense. Ja, voll intens. Hey Delia, komm. Cute dog. Just follow the lights and the sound. Can't wait to get in there and thrash. That dog is fierce. What's her name? Delia. Aww. She doesn't usually like people. Yeah. Me neither. Sober up, girl. You're missing the show. No. Damon Merrick again? Who is this guy? All right, it's not gonna take any more than an hour to do it. That shirt is rad. No. Ow. 20 bucks, baby. 20 bucks? That's robbery. And don't call me baby. Fine. 20 bucks, thief. That guy's a dick. If I want a shirt, I'm going to need to get creative. Creative. Look, we have to set this up exactly. If you don't have 20 bucks, beat it. Still a dick. No. Hey, Frank. Yo, Frank. Hey. Chloe? I know your name, you idiot. You bought pot for me every month for a year. Look at that getup, studs. You're trying too hard. What are you even doing here? I'm here to see Firewalk, man. They rock. How'd you even hear about this little shindig? God, the internet. How else? Seriously? Fucking kids. Okay, so you holding? I could definitely use something to take the edge off. Of course.
Oh, sie hat ja eins auf die Mütze gekriegt, stimmt. Whoops. Sometimes all I want to do is shut my eyes and tell the world to go to hell. Daily rituals are important. Even when they involve writing unread letters to friends who have forgotten you. Oh, jeez. So, Warte mal. Chloe, mein Name ist Chloe Priest. Price, aber nimm mich. Okay, ich bin Insassin der Blackwell Academy, die jetzt eine vierjährige Strafe für Verbrechen gegen die Mutterschaft absitzt. Das war dann meine Mutter Joyce, die unendlich enttäuscht von mir zu sein scheint. Oh. Verstehe ich sogar. Ich bin jetzt wahrscheinlich eine perfekte Tochter oder Schülerin oder irgendwas anderes, aber will schon perfekt sein. Ich bin den ganzen Tag von sogenannten Perfektionen umgeben und es ist scheiße. Andere Dinge, die scheiße sind. Mamas neue Militärfuzzi-Freund David. Wie schwer es ist, hier Hasch zu kaufen. Keine Freunde zu haben, Heuchler, Country-Musik, Leute, die relax sagen, dass Papa tot ist. Es ist 2 Jahre her, dass er bei einem Autounfall starb und ich denke immer noch die ganze Zeit an ihn. Ich habe sogar die seltsame lebensechten Träume. Manchmal glaube ich, er versucht mir etwas zu sagen. Dann erinnere ich mich, dass er in einer Grube die Würmer füttert und alles andere ist nur ein Märchen, durch das es mir besser gehen soll. Wenigstens habe ich 2 Waffen, die mir beim Überleben in dieser beschissenen Stadt helfen. Der Stift, mit dem ich absolut alles abmalen kann, was ich will, und meine strahlende Persönlichkeit. Wenn ich dran arbeite, kann ich den Ort hier vielleicht etwas weniger perfekt zurücklassen, als ich ihn vorgefunden habe. Ach, Chloe. Für den Drogendealer ist Frank Bowers recht entspannt. Er tut gern so, als sei er ein harter Kerl und ich bezweifle nicht, dass er über die Jahre ein paar krasse Dinge getan hat, aber er kommt mir eher wie ein Straßenköter vor. Je härter er sich gibt, desto niedlicher finde ich ihn. Ich kaufe seit knapp einem Jahr Gras von Frank. Ich habe so gut wie nie genug Geld dabei und er sagt mir immer, das ist das verfluchte letzte Mal, Chloe. Ich bin nicht dein beschissener Kumpel. Und dann gibt es mir trotzdem was. Wie gesagt, der Typ ist niedlich. Natürlich kann es sein, dass Frank nicht mehr so kuschelig ist, wenn man sich richtig mit ihm anlegt. Ich habe gehört, Frank kennt mit Kerlen rum, die wesentlich finstere Dinge abziehen, als Schüler mit Drogen zu versorgen. Es ist schwer, sich vorzustellen, wie Frank in richtig üble Sachen hineingezogen wird, aber man weiß ja nie. Für den Moment hoffe ich einfach weiter, dass Franks Erinnerung dafür, wer ihm Geld schuldet, noch schlechter ist als sein Talent für Einschüchterung. Okay, trotz aller Mühe, die Mama sich gibt, hasse ich sie nicht. Ich weiß, es ist hart, sei Papas Tod. Das Geld ist knapp, ihr Job ist Kennerin und deiner ist nicht gerade glamourös und mir liegt nicht viel daran, zur Schule zu gehen. Aber warum muss sie es uns beiden so viel schwerer machen? Sie tut so, als sei ein persönlicher Angriff auf sie, wenn ich kiffe oder die Schule schwänze. Sie sollte sich freuen, dass ich mir jetzt selbst Medizin verabreiche, statt auf alle loszugehen. Sie war nie so, als Papa noch hier war. Sie konnte tatsächlich cool sein. Vor kurzem hat sie ein haariges Monster ins Haus gelassen, das alles ruiniert. David Madsen, ein arbeitsloser, hirnloser und schwanzloser Scheißer, der auf alles steht, was mit Militär zu tun hat, und mir versprach, mich gerade zu biegen. Arschloch. Ich habe versucht, diese Bedenken gegenüber Mama zum Ausdruck zu bringen, doch mit jeder Woche scheint sich der Virus in einem weiteren Winkel des Lebens auszubreiten. Ich beginne mir Sorgen zu machen, dass die David Pest die Sorte Krankheit ist, die ihren Wirt umbringt. Okay. Fein denn. Max Caulfield, verschollene ehemalige beste Freundin. Dieses, was? Künstlerische Missstück liebt die Fotografie mehr als das Leben selbst und ganz sicher mehr als mich. Sie benutzt sogar alte Sofortbildkameras. Es ist vermutlich nicht gesund, wenn jemand so sehr in der Vergangenheit feststeckt, aber wer bin ich, andere Leute zu sagen, wie sie ihr Leben leben sollen? Als Kinder verkleideten wir uns als Piraten, aßen Eiscreme und schrieben und zeichneten die dummen Comics, in denen wir Superkräfte hatten und Leute retten und so. Dann starb Papa und ihr Vater nahm einen Job im Norden an und sie zog nach Seattle. Das war vermutlich die Zeit, in der ich sie am meisten brauchte und sie ließ mich im Stich. Danke, Max, dass du mir beigebracht hast, dass ich mich auf niemanden verlassen kann, im Ernst, Lektion gelernt. Das Schlimmste ist, obwohl wir seit Monaten nicht geredet haben, obwohl sie meine Nachrichten so regelmäßig ignoriert, dass sie mich aufgegeben habe, obwohl ich tief im Inneren weiß, dass ich ihr egal bin und dass sie vermutlich neue Freunde im verschissenen Seattle hat. Vermisse ich sie trotzdem. Wenn sie morgen zurückkäme und sagte, hey Chloe, wollen wir uns als Piraten verkleiden und Unsinn anstehen, dann würde ich sie sofort zurücknehmen. Sofort. Also, Papa. Wenn ich für jeden abgewichsten Vertrauenslehrer oder Therapeuten, der mir in den letzten Jahren dazu bringen wollte, über Papa zu schreiben, etwas Gras hätte, müsste ich nie wieder was von Frank kaufen. What's the matter? Don't you want to write your dear old dad?
Die glauben, es hilft mir, meine Gefühle umzugehen oder so. Also ein paar Absätze darüber, wie toll Papa war, mir helfen würde, zu vergessen, dass seine Eingeweide wahrscheinlich immer noch an der Unterseite seines Trucks kleben. Okay. Was soll ich verflucht nochmal eigentlich schreiben? Dass er der perfekte Vater war, der immer lustig und nie wütend war, dass er mich wie eine Gleichgestellte behandelte, dass er stets daran gearbeitet hat, unser Leben zu verbessern, dass er mich zum Lachen bringen konnte, auch wenn ich ein Miststück war, dass er in der Dusche gesungen hat und Heuchelei hast und dass sein Grill immer noch im Garten vor sich hin rostet, weil der Gedanke, ihn entweder wegzuwerfen oder ihn jemals wieder zu benutzen, zu schmerzhaft ist und es für Mama und mich einfacher ist zu tun, als merken wir es nicht. Wenn das mit Gefühlen umgehen ist, dann kann es mich mal. Jesus! Bis auf 50.000 Seiten. Liebe Max, Papa hat mir das hier gekauft, als ich mich beschwerte, dass ich eine E-Mail verschicken wollte und das Internet nicht funktionierte. Und heute dachte ich, hey, vielleicht wird es Zeit, dass ich Max schreibe. Das Komische ist, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil wir seit 3 Monaten nicht miteinander gesprochen haben. Trotz all meiner Anrufe, Nachrichten und nicht, dass ich sauer wäre oder so. Scheiße, das werde ich doch nie abschicken, oder? Chloe, die Entfreundete. Oh, Mensch. Max, das hier ist schon besser. Hier kann ich dir schreiben, ohne dass ich mich fragen oder sorgen muss, ob du mir je antworten wirst. Vielleicht, wenn du eines Tages zurückkommst und dich dafür entschuldigst, mich komplett vergessen zu haben und wir uns wieder vertragen, vielleicht zeige ich dir das hier und dann können wir es lesen und darüber lachen. Und vielleicht beschließe ich, dass Tagebuch Max viel cooler als die echte ist und du lebst eben für immer hier drin als meine imaginäre, frühere, derzeitige beste Brieffreundin. Die Zeit wird es zeigen, Chloe, die Tagebuchchefin. Bist bereit? Mama hat einen Trip fürs nächste Sommer vorgeschlagen und ich dachte, cool, aber dann fängt sie schon an, dass David dabei sein wird. Ja, dieser David. Der möchte gerne einen Sergeant, der sich auf seine Mutter gestürzt hat und an ihr klebt wie ein übler Pickel. David, der Schnurrbart, Schrecken vom Planeten, Scheiße, dieser beschissene David. Jedenfalls merkte ich höflich an, dass es vielleicht zu früh ist, um anzunehmen, dass David dann noch hier ist oder noch atmet. Shit happens. Wie du dir vorstellen kannst, kam das nicht gut an. Mein Ernst, wenn der Kerl in 3 Monaten noch hier ist, hat sie echte Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl und ich echte Pläne für eine Selbstverbrennung. Schlag nach, Nerd. Sie verdient was Besseres. Mehr wollte ich damit nicht sagen, aber sie wollte es nicht hören, als sei ich das Arschloch hier. Chloe, das Arschloch. Max, du weißt, dass ich nicht mehr oft zur Schule gehe.